Ah, komm, gleich tun sie. Oh doch, die machen auf Dauer auch gut Schaden. Ich trinke mal erstmal so einen Frivasonstrank, dann. Oh doch, die machen echt gut Schaden. Zwei Fackeln. Oh oh. Oh, Name Deal, der hat einen besonderen Namen. Ich glaube, wir trinken jetzt noch mal ein paar Heiltränke. Ja, schlag zu. Ja, Stahlklemmer. Besonders viele Sachen hat die jetzt aber auch nicht dabei gehabt. Anscheinend hier gehaust, wie es aussieht. Ah, verdammt. So, das haben wir. Ja. Halskette der Taten. Festigen Veränderung. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Was haben wir hier? Bettzeug. Geheimnis des dunklen Waldes. Ein Silberkurzschwert. 16 Schaden. 19 Schaden, ne? Dann lasse ich das hier liegen. Ja, mehr ist hier auch gar nicht. Das ist nur so eine kleine Passage, war das einfach nur. Was ist das denn da? Ach, eine Silberader. Okay. Mordram Kabel. Da Richtung Kabel müssen wir ja für die Story. Was haben wir hier? Was? Ein fliegendes Skelett? Was ist das denn? Gefallener. Noch ein Silbernugget. So viele Särge.
Gesicht so ein bisschen. So. Ein Bogenschütze. So. Nein. Die haben sogar einen Hasen gekillt. Okay. Nordfallbruch ist wie in der Höhle. Und viele Pfeile dabei. Gut. Silberbogen. Violetter Lacktrichterling. Ja, aber doch, wir sind eigentlich schon gut in der Nähe der Nautilus-Werft. Eigentlich, wir könnten vielleicht da gleich theoretisch sogar schon hinlaufen. So. Und dann als allererstes wieder so ein Gift benutzen. Ah, da stehen sie schon. Warum haben die denn alle Leinen dabei? Da habe ich gerade umgeschmissen. Bams. Na komm, egal. Ich nehme die ja sowieso nicht mit. Ah, der ist ein Spitzhacke kaputt gegangen. Noch einer kaputt gegangen, okay. Okay, gehen wir jetzt mal hier lang. Magietrank. So, mal auf der Seite ist hier erstmal nicht. Schlüssel. Ah, ich guck mal, ob ich das so hinbekomme. Brauche nicht unbedingt einen Schlüssel verwenden. Doch, wir kriegen das hin.
So, die habe ich. Der hat auch Leinen dabei. So. Auf jeden Fall stehen viel Eisenerz hier zu finden. So, dann brauchst du nochmal hier so ein Gift. Ich liebe es immer, wenn ich die umkippe und damit umschmeiße. Das kann ich nicht plündern, ist ja auch nicht. Da haben wir schon mal einen Teleportrune. Das haben wir, einen Feuerrubin, Stärke. Ist noch sogar diesmal ein Bogenschütze. Bam. Yes. Ja, es fängt meine Nase wieder an zu jucken. Ah, das scheint der Boss zu sein. Sieht aus, als hätte er den Arena-Gewand an. Mardus. Oh, ach du heilige Scheiße. Ja. Ich glaube, mehr ist ja auch gar nicht, wie das aussieht. Schattenhandschuhe, Räubertracht, feste Geschicklichkeit, Schleichen, Akrobatik, Sicherheit und Schattenhandschuhe. Schattenschild und ein göttliches Kurzschwert. Ah ja, okay. An der Sicht kriegen wir ein Nierensymbol. Unser 30. Rotleib, Feder. Hier ist jetzt Gold runtergefallen. So, ich glaube, ich habe gerade wieder irgendeinen Becher mitgenommen. Oder? Ne, so ein Tintenfass. Helm der Nordkönige. Und hat der Nordkönige. Das wird wahrscheinlich aber ein schweres Set sein. So, schauen wir mal. Also, wir machen mit unserem Schwert 19 Schaden plus Magieschaden und hier machen wir auch 19 Schaden. Das ist ein Kurzschwert. Das ist auch ein Ebenerz-Kurzschwert. Ja. Ja, schwere Rüstung. Festigen Konstitution und festigen schwere Rüstung. Ja, 6 Rüstung. Problem dabei ist, das ist eine ganze Körperrüstung quasi.
Ja. Schattenhandschuhe. Vielleicht behalten wir die Schattenhandschuhe mal. Falls wir noch Schattenhandschuhe schon sowas finden. Hatten wir ja mal, das habe ich Lou leider verkauft. Und das Schattenschild, wir haben schon ein besseres Schild. Das Leichenschild können wir eigentlich ruhig weiter beibehalten. Ja, mehr ist hier nicht. Das war's dann. Da haben wir die Höhle auch erkundet. Oder sprich die Mine oder was auch immer. Fackel aus und wieder raus. Obwohl, wir gehen trotzdem mal kurz nochmal zurück und gehen folgen dem Weg erstmal nach oben weiter. Also hier können wir auf jeden Fall schon mal gleich wieder runtergehen, um zum Nautilus-Werft zu kommen. Gehen wir mal kurz jetzt hier hoch. Irgendwann sind wir lang gegangen, genau. Ich sehe gerade hier. Ach so, klar, hier war noch so ein. Oh Mann, es reizt mich überall hinzugehen. Da oben kommen wir, glaube ich, da oben hier in diese Richtung. Ah, ich merke schon, ich glaube, in dieser Aufnahme werden wir wahrscheinlich eher mehr erkunden gehen, als irgendwie Quests zu machen. Da oben sieht es aber auch voll interessant aus. Das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hingehen soll. Haben wir schön Torbogen, Eispranke. Ah, ist schon vergiftet. Gut, gut, gut. Zalaras Grabmal. Ah ja, das wird auch noch wichtig später. Schönen Ausblick auf Erotin. Zalaras Grabmal. Liebe den du liebst, hasse den du hast, aber hasse nie den, du einst liebtest. Ja. Und hier ist irgendeine Hütte. Unmöglich, da komme ich noch nicht rein. Okay. Dann gehen wir halt wieder hier hoch. What? Habt ihr das gerade gesehen? Was war das denn gerade? Okay. Was war das denn? Komm, dann gehen wir mal jetzt hier rüber, dann kommen wir nämlich gleich hier auf diesen Zipfel. Weil eigentlich können wir von da aus ins Wasser springen und dann auch hier zur Nautilus Werft gehen. Ach, das ist eine Schlammkrabbe, ich habe die gar nicht gesehen. Ah, schon wieder eine durchschnittliche Truhe verschlossen. Also heute haben wir es mit Schlösser knacken, aber heute in der heutigen Aufnahme. Wow, Alter, also heute wollen die mich echt verarschen. Ein Eisenkurzschwert, was soll ich bitte denn damit, ey? Ach cool, der Hase, der schwimmt hier. Süß.
So, kommen wir mich jetzt hier auf diesen Weg. Nenne ich es einfach mal. Da ist noch eine Höhle. Illumir unmöglich, okay. Vielleicht ist Illumir irgendwie ein Ausgang, der Ausgang wahrscheinlich von irgendwas hier. Ich bin viel zu oft gerade auf die Karte. Oh nein, da sehe ich eine Spinne. Ah, ich glaube, die Spinne bettelt sich da mit dem Hund und, ja, mit zwei Hunden. Die Spinne hat verloren. Also sprich, das sind ja Nordwölfe, obwohl es eigentlich Hunde sind vom Model her. Eine Nordspinne. Feine Spinnen, jawohl, feine Spinnen sein. Das heißt, wir können jetzt die Quest später in Ehrenteam bei der einen abgeben. Nordwolf, ja. Oh, Mann. Boah, wir sind aber ganz schön weit oben gerade, ne? Speithäuptling. Ach, guck mal. Boah, Gott, Hilfe, ey. Wenn man eine Eispranke. Oh, was ist denn hier? Hier ist irgendein Dorf. Weizenstängel. Auf jeden Fall irgendein Dorf. Marnitz. Marnitz. Okay. Entdecker. Nochmal eine Folge freigeschaltet. Entdecker. Fürs Entdecken von 100 Orten. Ah, das ist eine Höhle. Svartkenir. Upp, nein. Wollte Quicksilver. Ich habe mehrere. Ja, okay. Das ist noch eine Höhle. Bleib bloß weg. Das ist die Frau von dem. Gruft von Ma. Die haben sogar eine eigene Gruft anliegend, okay. Da schauen wir gleich mal einen Blick rein. Was haben wir hier? Ach, das ist das Haus von denen da. Lana Bowdler. Dieses. Ja. Sam Bowdler. Bowdlers Bauernhaus. Zum Tiergehege. Was haben wir hier? Hier ist die Braustube. Im Brauhaus. Ja, cool. Hinweis. Willkommen, Wanderer. Seit Jahren treffen Wanderer aus ganz Näherem unser Dorf an, um von unserem guten Bräu zu kosten. Ich bin der Meinung, dass dies auch tun sollten und dürfen. Hört daher nicht auf die Worte dieser ernstsinnigen Bauernfamilie Boulder, okay? In ihren religiösen Wahn behaupten sie, der Genuss des Bieres wäre eine Sünde. Ihr Glaube ist größer als ihre Vernunft. Sie haben einen halben Tag nichts anderes zu tun, als beten oder als zu beten und die Reisenden vom Biere abzuhalten. Unterzeichnet Braumeister Korn. Anmerkung, falls Pilger die Statue Ilandas suchen, sind sie hier falsch. Hier ist sie nicht. Aber frag doch mal diese verrückten Boulders. Okay. Mann, ist eine Braustube. Hier ist sehr dunkel hier. Was möchtet ihr kaufen? Ausländische
Auschenker Joe. Dunkelweizen, helles Weizen und ein Bock. Bockbier. Wer bist du? Korn da. Ach, das ist ja Korn der Braumeister. Willkommen in der Brauerei von Marnitz. Hier könnt ihr das beste Bier der Welt kaufen. Besser als dieses gärige Gesöff aus Karbeit. Überzeugt euch selbst. Okay, mehr hat er nichts zu sagen. Hat die Musik aufgehört? Ich dachte gerade irgendwie Kampfmusik oder sowas. Oh cool, ich darf mich sogar hier irgendwie frei bedienen. Also ist kein Diebstahl. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass die Musik gerade ab und zu mal ein bisschen aufhört. Jedes Mal, wenn ich eine Tür aufmache. Okay. Cool, frisches Brot nehme ich immer gerne an mich. Da haben wir sogar eine Waffe da liegen. Kann ich überhaupt hin? Ich komme gar nicht hier durch. Hauptsache, ich kann das ganze Essen mitnehmen. Na cool. Eis und Schmied. Brennt der Schmied. Die schärfsten Schwerter in. Ja, das sagen alle, die schärfsten Schwerter. Goldbahn, Kohle. Ah, ich habe eigentlich großartig Sachen habe ich ja nicht zum Verkauf dabei. Nur ein paar kleine Kleinigkeiten. Und das ist das Haus von ihm. Mehr scheint ja aber erstmal aktuell gar nicht zu sein, wie es aussieht. Gut, wir können vielleicht noch einen Blick in die Gruft werfen. Das hätte ich jetzt einfach mal so gesagt. So, schauen wir mal einen Blick in die Gruft. Ah, da hinten sehe ich auf jeden Fall schon mal sowas wie ein Zombie. Es ist nicht nur sowas wie ein Zombie, es ist ein Zombie. Ein kopfloser Zombie. Mist. Ein Ortskelett. Mich jetzt noch gesehen? Ah, hier geht's runter. Sag, logischerweise Knochenmehl drin ist. Schaufel, ne, Schaufel. Lass ich jetzt hier. Ach, ich stehe auf jeden Fall wieder vom nächsten Level ab. Dauert nicht mehr lange. Wie immer der im Liegen gerade blocken konnte. Boah, das sieht ja cool aus hier. Huch, Statuenbruststück. Okay.
Ah, die Musik. Ich schätze mal, da warten, ja, warten ein paar Leute. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Warnertränke. Mann, hört mal auf zu blocken, Leute. Level up. So. Stelling Kurzschwert. Oh, 20 Schaden sogar. Aber gut, wir haben. Machen wir halt einen Schadenspunkt weniger. Aber wir haben immer ein gutes Schwert. So. Dann mache ich heute direkt mal Level up. Stufe 21. Ja, wenn man erfolgreiche Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber wisst ihr, dass ihr euch jedes Stückchen aus Erfolgs selbst verdient habt. Das haben wir denn. 5 auf Geschicklichkeit. Dann machen wir 2 auf Charisma und 2 auf Intelligenz. So. Wir könnten den 4. Rang der Magie ausüben. Apropos, heißt das, ich weiß nicht, habe ich noch irgendwie Feuerball Rang 3? Rang 3, ich glaube Rang 4, sowas habe ich glaube ich gar nicht, ne? Wie man nämlich gehört hat, hatte ich keinen Kopf. Konnte mich gehört oder gesehen haben. Was ist das? Wie sieht es Schurken? Leichte Rüstung, festigen Schütze und Sicherheit. 2. Gut, ja, ich weiß nicht, wie ich das andere anziehe. Sieht jetzt etwas dämlich aus, wenn wir die. Ja. Einfach habe ich mich jetzt immer umgeguckt? Ich glaube schon, oder? So, hier ging es noch runter. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt hier runterspringe. Ja genau, da ist dieser tote Zombie. Okay, da ist ja nichts. Dann sind wir hier fertig. Können wir gleich direkt hier wieder hier rauslaufen.